Hallihallo. Ja, die selbstgebastelten 3D-Weihnachtskärtchen. Variante 1 habe ich euch schon vorgestellt. Variante 2 habe ich euch auch schon vorgestellt. Nun kommen wir zu Variante 3. Auch diese wunderhübsch. Dazu braucht ihr vier verschiedene Bastelpapier, Tonpapier, Teile in verschiedenen Größen. Und zwar ist das erste 9 x 9 cm. Dieses ist 8 x 8 cm, 7 x 7, 6 x 6. Ihr könnt natürlich auch andere Größen wählen. Achtet nur darauf, dass die Karten, dass diese Maße ein bisschen kleiner ist als der rote Untergrund. Die Karten habe ich mir schon zurechtgeschnitten. Aus einem DIN A3-Blatt habe ich vier gleich große Kärtchen zurechtgeschnitten. Mit einer Zackenschere die Zacken reingeschnitten. Wer es nicht mag, muss es auch nicht. Aus einem DIN A4 roten Blatt Tonpapier habe ich auch vier Teile zurechtgeschnitten. Die habe ich mir schon aufgeklebt mit Klebestift, nicht mit Flüssigkleber. Das habe ich bei den anderen Vorstellungen der Karten auch schon erwähnt. Ja, nun starten wir einfach mal. Ihr würdet mit dem ersten Stück, mit dem größten, mit dem kleinsten, das ist ganz egal, würdet ihr loslegen. Ich habe mir jetzt hier mal ein großes Blatt Papier zurechtgelegt, einfach nur zur Veranschaulichung für euch, dass es ein bisschen einfacher ist. Einfacher zu sehen, wohlbemerkt. Dieses falten wir Ecke auf Ecke. Und dieses auch ein zweites Mal. Dieses falten wir wieder auf und falten die geschlossene Seite nach unten. Das macht ihr mit beiden Seiten. Dann habt ihr solch ein Dreieck. Nun falte ich die erste Seite hier nach oben zu dieser. Einmal so nach oben. Und dabei müsst ihr darauf achten, dass die Spitzen hier oben schön sauber sind. Das gleiche nochmal mit der anderen Seite. Und immer gut die Faltlinien nachziehen. Nun nehme ich das erste schon auf. Ich hoffe, es könnt ihr sehen. Falte es nach unten. Das geht mit dem großen Blatt jetzt wunderbar. Bei den kleineren Teilen, ich zeige euch das mal, habe ich jeweils immer etwas genutzt, welches ich hier, ich habe eine Schere genommen, ich habe es hier eingeführt und bis zur Spitze oben an und dann konnte man das ganz gut nach unten falten. So. So sieht das Ganze aus. Das wäre jetzt ein Teil von diesen vier. Diese vier habe ich aber schon einmal vorbereitet. Das sind die vier verschiedenen Größen. Und ich habe mich entschieden, für meine Karte noch einen Stamm mit anzukleben. Nun gehe ich her und nehme mir meine Karte, klebe meinen Stamm an. Möglichst gerade. So, nun nehme ich mir das kleinste Teil zuerst, trage gut Kleber auf. Auch hier nehme ich wieder einen Klebestift und keinen Flüssigkleber. Positioniere mir das oben. Nun nehme ich mir mein zweites Teil. Auch hier trage ich wieder Kleber auf, schiebe es unter das erste Teil, also zwischen, nicht unter, und drücke auch dieses gut fest. Das gleiche mache ich jetzt mit dem dritten. Ich hoffe, ihr könnt das wirklich gut erkennen, dass ich das hier so aufsetze.
Kamm drücken. Und das gleiche mit dem letzten Stück. So. Das Ganze muss nun gut trocknen, gut angepresst werden. Und wenn das Ganze gut durchgetrocknet ist, dann nehme ich die Seitenteile einfach wieder ein bisschen auf, so dass es ein bisschen hervorsticht. Dann gibt es hier diese wunderbaren selbstklebenden Sternchen. Ich habe für diese Karte diese benutzt. Hier benutze ich nun auch wieder die kleinen und setze sie mir hier an diese Ecke. So, und schwuppdiwupp, fertig ist die Karte. Einen Schriftzug könnt ihr anbringen, könnt was reinschreiben, ihr könnt es als Geschenkanhänger nehmen. Ja, ich hoffe, euch hat auch dieses Video gefallen. Gebt mir einen Daumen und abonniert meinen Kanal. Baba, Kanal, Bama. Ja, ein kleiner Sprachfehler, aber ich habe Urlaub, ich darf jetzt ein bisschen abschalten. Ich werde mich gleich hinsetzen und werde Weihnachtskarten schreiben an meine Lieben. Ja, und ich wünsche euch schöne Feiertage, schöne Festtage und bis zum nächsten Video. Tschüss, sagt eure Tegoyana.